hochkompetent. Bei ihr wird das aber fast bis zum Nabel gehen. Okay. Das ist riesengroß. Also das ist ein richtig großer Uterus. Respektvoll. Manche Krebsarten, besonders in der Eierstock und auch in der Brust, die manchmal wachsen rasant. Emotional. Für jede Hebamme ist das die schönste Sache, wenn das Baby auf der Welt ist und es tut den ersten Schrei. Das sind die Gynäkologen und Hebammen des Asklepios-Klinikum Uckermark. Sie erleben Glücksmomente wie bei der Geburt eines Kindes und behandeln teilweise schwere Erkrankungen der Frau. Zwischen 350 und 400 Babys erblicken im Asklepios-Klinikum Uckermark in Schwedt pro Jahr das Licht der Welt. Es sind die schönen Momente auf der Gynäkologie und Geburtshilfe, einem breit gefächerten Fachgebiet. Am OP wartet ein werdender Papa darauf, dass er hineingebeten wird. Er möchte seiner Frau zur Seite stehen und dabei sein, wenn sein Sohn zur Welt kommt. In diesem Fall ist der Kaiserschnitt medizinisch notwendig. Neben den Ärzten ist auch die Hebamme dabei. Man hat als Hebamme bei einem Kaiserschnitt andere Aufgaben. Und man ist auch nicht so sehr lange mit der Patientin zusammen. Man hat die gewisse Vorbereitungszeit. Man bereitet die Patientin auf die OP vor. Das heißt, ich schreibe ein CDG. Es werden noch Fragen besprochen, die sie hat. Auch der Partner kann noch Fragen stellen. Der Kinderarzt wird angerufen, informiert. Es geht los, ein intimer Moment. Jeden ersten Dienstag im Monat lädt das Klinikum zum Infoabend Geburt. Dann stellen die Chefärzte der Frauen- und Kinderklinik ihre Bereiche und alles, was dazu gehört, vor. Angefangen von Geschwisterkursen über die Versorgung von Mutter und Kind bis hin zum Stillkaffee. Die werdenden Eltern haben Glück. Beide Kreissäle sind frei und sie dürfen zusammen mit Hebamme Monika Schilling einen Blick in die Räume werfen. Sie hat schon ca. 4000 Entbindungen begleitet. Jede Entbindung ist was Besonderes, weil jede Patientin ist einmalig für sich selber. Und ich versuche, auf die Patientin einzugehen, ihre Wünsche zu berücksichtigen im Rahmen dessen, was wir hier dürfen. Jede Frau kann sich die Entbindung praktisch selber kreieren, wenn sie das möchte. Sie kann rumlaufen mit dem Partner. Sich bewegen hier im Kreissaal. Bewegen ist sowieso das Allerwichtigste unter der Entbindung. Lange liegen ist nicht so gut. Bäuche voller Leben, Bäuche voller Glück. Und spätestens, wenn es dann soweit ist, werden auch die Männer emotional. Die Familie von dem kleinen Noah ist nun zu dritt. Kinderärztin Ria Fetting kümmert sich um den neugeborenen Jungen. Jede Geburt ist besonders, klar. Man ist mit den Gedanken auch immer bei den Eltern. Das ist was ganz Besonderes, so ein neues Leben beginnt. Die Kinderärztin untersucht und beobachtet den kleinen Noah genau. Wir haben öfter mal Probleme, die Kinder mit Anpassungsschwierigkeiten. Ja. Hat viel Fruchtwasser noch in der Lunge, deswegen lassen wir ihn immer besonders schreien noch, dass die Lunge ordentlich belüftet wird und das Fruchtwasser rausgeht. Ja. Ansonsten sind wir immer froh über jeden Schrei, den wir hören, gleich am Anfang. Die ersten entscheidenden Minuten sind geschafft. Noch ein kurzer Blick in den OP zur gerührten Mama. Dann geht es auf zum ersten Kuscheln mit Papa im Kreissaal. Herzlichen Glückwunsch, Papa. Danke. Wie heißt er? Noah. Super. Kurz und männlich. Genau. Siehste. Okay.
So sieht eine stolze Papa aus. Die spezialisierten Frauen- und Kinderärzte betreuen werdende Mütter ab der 32. Schwangerschaftswoche, bei Zwillingen ab der 33. Schwangerschaftswoche. Dabei stehen Gesundheit und Wohlbefinden von Mutter und Kind immer an erster Stelle. Ja, wunderbar. Schöne Momente, das betreut, trifft man hier. Ich bin schon 33 Jahre im Beruf, oder 34 schon sogar. Und ganz oft ist das, wenn ich hier eine normale Geburt sehen kann, weil auch nicht helfen muss, sehen kann und ich sehe die glücklichen Eltern, beide mit dem Kind, dann bekomme ich immer noch Tränen in den Augen. Das sind die Momente, die für die Geburtshelfer die wichtigsten sind. Ne? Die Entbindung wird so angenehm wie möglich gestaltet. Die Frauen dürfen die Position frei wählen. Neben dem Entbindungsbett stehen Wanne, Hocker oder Romarad zur Verfügung. Bei uns Frauen müssen nicht auf die Rücken liegen, was für mich persönlich seit vielen Jahren nicht gut ist. Ich finde besser Vierfüßlerstand oder Halbhocker oder sogenannte oder Geburtenhocker, wo die Frau mehr Kraft hat und das Kind kann auch schneller rausgepresst werden. Manchmal geht es ziemlich schnell, so wie bei dieser jungen Frau. Ihre Fruchtblase ist geplatzt, somit höchste Zeit, sich auf der Entbindungsstation zu melden. Das CTG verrät der Hebamme mehr über die Herztöne des Kindes und die Wehentätigkeit der Mutter. Der erste Kontakt mit der Schwangeren erfolgt im Idealfall 4 bis 5 Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin, während der Geburtsplanungssprechstunde von Oberärztin Dr. Anne Mantai. Okay, ja, das ist die Patientin von letzter Woche. Genau. Die gucke ich einfach nochmal an, hatten wir nochmal eine Kontrolle besprochen. Mhm. Gut, okay. Gut, dann kann sie schon mal reinkommen, ja. Und dann, ja, ich bereite schon mal alles. Okay. Okay, danke. Dann kann ich schon mal gucken, wie war denn die Schwangerschaft, gibt es irgendwelche Risikofaktoren und dann kennen wir die Schwangere vorher schon, klären auch über alles auf, über die Entbindung, legen eine richtige Akte an und wissen ganz genau, wenn sie dann irgendwann nachts um 3 kommt, dann ziehen wir die Akte aus dem Schrank und dann bin ich vielleicht nicht da, aber meine Kollegen und die nehmen die Akten, wissen, ach, Frau Müller, Lieschen, was weiß ich, und dann wissen sie ganz genau, aha, das und das und dann wissen sie ganz genau, worum es geht und müssen nicht nochmal alles fragen. Quirliges Leben im Familienzimmer auf der Entbindungsstation. Mutti Janine hat den Kaiserschnitt sehr gut überstanden und ist glücklich, ihr Baby nun rund um die Uhr genießen zu dürfen. Ja, war, naja, klar, sehr emotional dann für mich. Also das, anders war dann nochmal, als ich dann hier hochgekommen, weil ich ja unten erst noch im Aufwachraum dann war und dann hier oben ihn dann erst richtig gesehen habe. Wenn alles weiter gut verläuft, darf die junge Familie schon in wenigen Tagen nach Hause. Bis dahin werden auch die wichtigsten Untersuchungen am Kind vorgenommen. Dazu zählt unter anderem der Ausschluss der neugeborenen Gelbsucht. Früher konnte man das nur blutig bestimmen. Heute haben wir die Möglichkeit, mit diesem Billy-Check-Gerät das praktisch vorher schon zu messen als Schwester und auch die Ärzte, bevor wir die Kinder dann im Grunde genommen einer Nadelstichverletzung aussetzen, ist das natürlich wesentlich attraktiver oder besser und schmerzarmer. Die Ärzte, Schwestern und Hebammen der Gynäkologie am Asklepios-Klinikum Uckermark, sie sind rund um die Uhr aus Berufung für die Frauen mit ihren Babys da. Während die kleine Familie ihr Glück genießt, werden Chefarzt Dariusz Jejczak und Oberärztin Dr. Anne Mantai MRT-Aufnahmen einer Patientin aus. Die Bilder lassen nichts Gutes erahnen. Eine Frau mit Krebs, weit fortgeschritten. Können die Spezialisten den Herd der Erkrankung ausmachen? In der nächsten Woche sehen Sie mehr bei die Gynäkologen und Hebammen des Asklepios-Klinikum Uckermark.